Moin Leute, hier zurück beim neuen Unboxing von mir. Ja, ich habe ein neues Smartphone gekauft und jetzt wird es gleich erstmal ausgepackt. Und dann schauen wir mal, was die Sache ist. Weitere Informationen natürlich auch mal in der Beschreibung unter dem Video. Aber jetzt erstmal gucken, wie das Samsung S8 so aussieht. So, nein, Quatsch. Tüten gibt es bei Saturn ja auch keine Plastiktüten mehr, sondern nur noch diese Tüten hier für 70 Cent. Muss ich erstmal mitnehmen, weil ich keinen Bock gehabt, das durch die Gegend zu tragen ohne Tüte. So, hier haben wir schon mal das S8. So sieht die Verpackung aus. Midnight Black, oder wie war das nochmal? Wie heißt das Ding nochmal hier? Warte mal, Samsung S8. Midnight Black, genau. So, da steht es vielleicht drauf. Ja, steht auch drauf. So, was haben wir denn hier? Samsung Galaxy S8. Dual Pixel 12 MP. Megapixel 8 Megapixel AF. Bla bla bla. Wasserproofed IP68. Dust-resistent, Iris-Scanner, Nox-protected, 64 GB Memory intern, okay, Wireless Charging, bla bla bla. Gut, dann gehen wir noch später drauf ein, sonst steht es auch alles in der Beschreibung. Und ja, können wir es erstmal aufmachen, würde ich sagen. So, aufgeschoben hier, ist aufgehoben. Ups, erstmal Kamera wackeln lassen, läuft. Wie gesagt, ist alles unprofessionell wie immer, ne? Ich habe nichts durchgelesen über das Phone hier, ich habe es nur gekauft, weil mein S5, mit dem ich gerade aufnehme hier, ja, es ist langsam so alt, dass ich sage, ich brauche ein neues, damit ich noch schönere Videos machen kann. Und ja, schauen wir erstmal. Konfigurieren muss natürlich auch noch alles. Bin bei einem Android-Handy geblieben, weil ich da natürlich durch Google-Konto ich natürlich den Vorteil habe, dass sich das Handy fast selbst konfiguriert, wenn ihr das einschaltet und fertig macht. Ups. Ah, okay, das ist schon mal ganz edel die Verpackung, auf jeden Fall besser als beim S5, da kommen wir auch gleich nochmal zu. Habe ich hier oben alles liegen vom S5 noch, falls niemand interessiert. Also, da. Ja, Schutzfolie ist schon mal drauf. Schon mal gut, ich habe vorhin aber auch noch Schutzfolie gekauft. Kann man es hier rausnehmen, okay. Okay, ja. Sieht eigentlich ganz nice aus. Wenn man was erkennt, spiegelt natürlich stark, ne? Geht gerade nicht anders so. Aber Schutzfolie ist drauf, lasse ich auch drauf, ist schon mal gut. Solange wie sie auch dann halten mag. Mal gucken, vielleicht schneide ich hier oben noch ein bisschen die Schutzfolie weg, damit das halt länger hält. Aber sonst ist schon mal ganz nice. Joa. Schön leicht. Gut, das Problem ist natürlich, man kann hier den Akku nicht mehr wechseln wie beim S5 und so. Ne? Das ist natürlich ein bisschen schade. So, kurz die Tüte wegschmeißen hier. So, das ist schon mal das Phone, das liegt schon mal draußen, schon mal gut. So, ein paar Sachen hier wegnehmen. So, was haben wir denn hier noch so drin? Mal gucken. Ist ja alles ein bisschen dunkel mit der Aufnahme, aber ich kann es nicht ändern. Aber wie gesagt, ich nehme halt immer noch mit dem S5 auf. So, sieht es immer mit Sonne aus hier, so verpackt. Hier haben wir Micro-SD-Stecker, was es sein soll hier. USB-Connector, okay. So, hier normal USB hinten rein und hier wahrscheinlich direkt ins Handy, gehe ich von aus. Oder? Mal gucken hier. Ja, okay, das ist der Adapter dafür sozusagen, alles klar. Haben wir noch irgendwie einen Adapter? Adapter zum Adapter oder was ist das hier? Nee. Okay, achso, hier kann man noch. Ah, hier kann man noch ein anderes USB-Kabel anschließen. Nochmal, also zwei Sachen zum Laden hier. Einmal normal USB zum Laden und einmal hier so einen anderen USB-Stecker hier. Also hat man hier zwei Sachen zum Laden, ist schon mal gut. So. Was haben wir hier denn? Ja. Noch der Netzstecker hier. Gut, so ein Standardding, ne? Nichts Besonderes. Sieht normal aus. Hier haben wir noch Kabellage. Soll nicht zu so viel rausnehmen, weil einige Sachen werde ich nicht verwenden. Werde ich von meinen alten Phone verwenden. So, hier haben wir noch Headset. Von AKG, okay. Das ist mal verpackt. So sehen sie aus. Okay. USB-Ladekabel hier. Auch genug Länge dran, ist auch schon mal gut. Ist schon mal nice. Und was hier drin ist, weiß ich gar nicht. Was ist hier drin? Was ist das? EO IG 955. Was soll das sein? What is this? Hä? Ach so, ah, jetzt sehe ich es, alles klar. Für den Kopfhörer halt noch
neue Aufsätze, also hier, die hier, ne, sieht man das? Die neuen Aufsätze sind hier noch 4 Stück drin, kann man hier tauschen. Alles klar, gut, das ist also Ersatz. Okidoki. So, sonst irgendwas noch drin hier? Nö. Gut, dann kann ich das mal eben schon zusammen basteln hier wieder. Achso, hier ist noch, die Anleitung drin und alles. Mal gucken, was hier noch so drin ist. Hier ist auch irgendwie so ein Metallding dran. Ich habe keine Ahnung, wofür das da ist. Quick Start Guide, Kurzanleitung, Warranty Card, Regional Lock Guide. Okay. Noch was drin. Okay. Wichtiger Hinweis zur Internetnutzung. How to transfer content to your new Galaxy Phone. Übertragen von Inhalten auf euer neues Telefon. Ja, gut. Und dann hier haben wir noch irgendwie Eject Pin. Okay. Achso, das ist so ein Notfallding. Kann man hier irgendwie, falls irgendwas sein sollte, kann man hier dann irgendwo damit reinpiksen und dann kann man da irgendwas mit rausziehen. Nur was ist die Frage? Das weiß ich nämlich gerade nicht. Nur auf jeden Fall alles rausfinden. So. Wo kommt hier eigentlich die MicroSD-Karte rein und die SD und die SIM-Karte? Wo kommen die Sachen eigentlich rein? Ich weiß es nämlich gerade nicht. Nochmal gucken gleich. Und zwar in der Kurzanleitung. Wo ist denn die hier? So, also wenn wir mal angucken hier. So, und das können wir schon mal zur Seite packen. So. Okay. Nur gut als Vergleich, ne? Das ist die S5-Verpackung hier. Ne? So. So war die aufgebaut, falls es jemand interessiert noch. Naja, ist halt schon ein bisschen her. So, das ist ein Mumbi-Schutzhülle, habe ich auch noch, kommen wir auch noch gleich zu. Und Schutzhüllen für das S5 habe ich auch noch. Das S5 wird natürlich noch bei eBay verkauft, da müsst ihr ja noch einen guten Preis für kriegen. Weil eigentlich ist es gut, wie gesagt, man kann den Akku wechseln bei S5. Ist eigentlich ziemlich nice. So, wollen wir mal gucken hier, was haben wir denn hier? Okay, Lieferumfang, Gerät, USB-Kabel, bla bla bla, Geräteaufbau, okay. So, dann wollen wir mal eben schauen, wie der Geräteaufbau ist. Weil ich weiß es selber halt auch nicht, ne? Ist alles frisch hier, alles First Try, ich habe keine Ahnung. Das ist natürlich immer ein bisschen so eine Sache, okay. So, also SIM-Karten, Speicherkartenplatz, das ist hier oben oder was? Hm? Wollen wir erstmal gucken. SIM-Speicher und Kartenhalter. Wie macht man das auf? Okay, LED, Bixby-Taste, Lautstärke ist natürlich da. Hier ist Bixby-Taste darunter. Das hier rechts Ein-Aus-Taste ist hier. Okay. Und natürlich zum Laden. Im Headset-Anschluss hier natürlich unten und ist zum Laden hier. Und Datenübertragung. Pulssensor ist da links. Natürlich hier die hintere Kamera. Sensor für die Fingerabdruckerkennung ist dann hier rechts. Alles klar. Ja, aber wie komme ich denn jetzt an die Karte hier oben ran? Ne? So, Nano-SIM-Karte und Micro-SD-Karte installieren. Führen Sie das Steckplatzwerkzeug in die Öffnung am Kartenhalter ein, um ihn zu lösen. Ah, okay. Drücken Sie die Karte vorsichtig in den Kartenhalter, um sie zu sichern. Das steht dann hier. Das ist ja da. Dafür brauche ich jetzt nämlich auch diesen kleinen Chip hier. Den hier. Der mit bei ist. Ich habe mich schon gewundert, wofür der ist. So, komm raus da. Bisschen vorsichtiger sein, ne? Wenn nicht alles zerstören hier. Kriege ich den da nicht raus. Komm raus da. So. Okay, das ist dieses tolle Werkzeug dafür. So, dann müsst ihr hier. Da oben ist so ein kleines Loch. Ich meine, sieht man schwer, was alles spiegelt hier, ne? Midnight Black läuft. So, hier so rein. Und dann drücken. Und dann geht's raus. So ein bisschen, also nicht zu doll drücken, ne? So ein bisschen leichter, aber dann geht das hier raus. Okay. Dann habt ihr das ganze Schiebegedöns hier so drinne. So, dann kommt hier nämlich die SIM-Karte rein und hier die Micro-SD-Karte. Und dann könnt ihr das einfach wieder stumpf zurückschieben und dann ist das Ding fertig. Okay, das ist ja lustig. Hätte ich nicht gedacht. Ja, gut, der Akku ist nicht wechselbar, deswegen ist es so gemacht. Okay, verwenden Sie ausschließlich Nano-SIM-Karten. Stellen Sie sicher, dass das Steckplatzwerkzeug senkrecht in die Öffnung eingesteckt wird. Andernfalls könnte das Gerät beschädigt werden. Falls die Karte nicht fest im Kartenhalter sitzt, kann sich die Karte aus dem Kartenhalter lösen oder herausfallen. Okay, also natürlich ordentlich aufpassen hier. Nano-SIM-Karten und Micro-SD-Karten sind separat erhältlich, natürlich. So, Akku aufladen. Bevor Sie das Gerät zum ersten Mal verwenden, müssen Sie den Akku laden. Okay, das habe ich jetzt noch nicht gemacht. Wie gesagt, es ist nur ein Unboxing. Das heißt, ich werde gleich das Handy nochmal anständig in Ruhe aufladen, bis es voll ist. Und dann werde ich in Ruhe das S5 abschalten.
und das dann konfigurieren und alles raufladen. So, Home-Taste verwenden, bla bla bla. Okay, gut, das Wichtige ist eigentlich, glaube ich, hier, dass man weiß, wo denn hier die MicroSD-Karte reinkommt und natürlich die SIM-Karte. So, die ganzen Sachen haben wir hier. Noch Ladekram haben wir auch, Kopfhörer, Ersatzsachen. Läuft. So, hätte auch gerne das verglichen mit dem S5, so Größe und so, aber leider kann ich es nicht. So, hier haben wir noch ein paar Schutzfolien von Mumbi. Bis jetzt bin ich ganz gut mit Mumbi-Sachen gefahren. Bis jetzt war ich für mich eigentlich immer mit am besten, sage ich mal. Und deswegen bleibe ich auch bei Mumbi. So. Da sind die Schutzfolien. Flexform für mein S8. Hier ist noch die Beschreibung. Das kommt dann aber noch. Wie gesagt, Schutzfolie ist hier noch drauf. Ich muss hier nur oben so einen kleinen Pönökel abschneiden, irgendwie, damit ich das nicht auswendig löse. Hier, man sieht es hier vielleicht. Lass die Schutzfolie, also die drauf ist, erstmal drauf. Und dann gucken wir mal. Dann muss ich mal gucken, wie ich das hinkriege gleich. Vielleicht mit einer Nagelschere ganz vorsichtig abschneiden, mal abwarten. So, dann haben wir hier noch eine schöne Schutzhülle. Von, auch von Mumbi natürlich. Das ist S8. Mal kurz mal wegschmeißen hier. Wie gesagt, weitere Sachen natürlich immer in der Beschreibung. Ne? Das ist hier das Mumbi-Ding hier. Mumbi-Hersteller-Support, bla bla bla. Ja, Item. Das heißt, also ist auch alles in der Beschreibung drin. Links dazu und so. Ich weiß gar nicht, kostet irgendwie 10 Euro oder so. Ist aber okay, wie gesagt, ich habe fürs S5 hier habe ich auch diese Verpackung und also hier, das ist vom S5 Mumbi-Hülle, die ist eigentlich, hält seit Jahren, die ist eigentlich ziemlich gut, finde ich, ne? Hält auch ein bisschen Stürze weg und so, und das ist jetzt hier fürs S8. Ja, mal gucken. So, Zertifikat, Mumbi, Ledertaschen, Materialprüfung, läuft. So, gucken. Mal gucken, mal gucken. Da lasse ich nämlich auch die Schutzfolien alle dran, die, wie sie sind, und mache das hier einfach rein und dann ist das Ding durch. So, zack. Ja, jetzt muss ich das eigentlich nur konfigurieren und ein bisschen die Folien zurechtschneiden. Notfalls mache ich da halt neue Folie drauf, aber eigentlich will ich das nicht. Und so, dass das dann nicht löst hier. So, und das wäre dann hier die Hülle. Es gibt natürlich ganz viele andere Hüllen auch. Es gibt auch noch Hüllen, wo man hier so Aufsätze für die Kamera drauf machen kann, so Objektive zum Raufdrehen und so. Ich habe jetzt aber mich für die Ledertasche entschieden, weil erstmal finde ich die ganz nice aus, ne? Und hält auch lange und hält auch Stütze. So, also hat sich bewährt, sagen wir es mal so. Beim S5 hat sich die Hülle auf jeden Fall bewährt. So, und wieder rausmachen, weil ich muss sie nachher noch laden und zurecht machen, das Ding. Ja, das war jetzt das S8 hier. Ich habe es für 499 Euro bekommen bei Saturn. Da hatten einen so eine Aktion, dass man halt 100 Euro Rabatt bekommt. Nicht gerade günstig, ich weiß, aber das Ding oder Smartphones nutzt man eigentlich jeden Tag mehrere Stunden. Dementsprechend möchte ich natürlich auch was Neues und Gutes haben. Und wenn ich dann in Zukunft hier die Videos aufnehme, will ich natürlich auch wieder was Neues, Schönes haben. Und ja, das wird es wohl hoffentlich auch sein. Akku, wie gesagt, nicht tauschbar, ist ein bisschen schade, aber ich hoffe mal, das Ding hält lange. Und ja, dann hoffe ich mal, das Video hat ein bisschen gefallen. Wie gesagt, weitere Sachen in der Beschreibung. Das ist alles das erste Mal, dass ich es ausgepackt habe. Ich habe noch von dem Handy gar keine Ahnung. Vielleicht kommt noch ein Video mit der Bedienung und so. Muss ich mal gucken, weiß ich noch nicht. Aber hoffentlich hat es erstmal gefallen. Das war's jetzt und danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Reingehauen und tschüss.